Hallo Freunde, Chris Natter von Swiss Chief HD hier und heute mit der 11. Folge von meiner Road to Glory. Ja, heute gibt es mal wieder Teamvorstellung und zwar haben wir zwei neue Teams. Ihr fragt euch vielleicht zwei, weil ich keinen Bock habe die ganze Zeit Fitnesskarten zu wechseln und wir starten hier gleich mal mit dem Skillers Team. Im Tor haben wir Diego Alves, dann der eine in der Verteidigung ist Santana. Der andere ist DT, der Rechtsverteidiger ist Mariano und links haben wir Ramon. Da hätte ich auch Acevedo kaufen können, aber den habe ich mir nicht leisten wollen. Dann im Mittelfeld haben wir hier Carlos Alberto. Dann haben wir im ersten Mittelfeld Ronaldinho und daneben haben wir Jadson. Im linken, ich zeig mal den Stürmer zuerst. Das ist niemand anders als So Beast, Raphael So Beast. Dann rechter Flügel haben wir einen linken Flügelstürmer und das ist nicht Robinho, sondern das ist unser Starspieler Neymar. Jawohl, das ist unser Starspieler und als Manager haben wir den brasilianischen. Dann unser Hauptteam und mit dem werden wir heute antreten. Als erstes fügen wir unseren Manager hinzu, das ist Vias Balos oder wie immer der heißt, weiß ich gar nicht, Vias Boas, genau. Weiß gar nicht, ob der überhaupt noch Trainer ist bei irgendeiner Mannschaft, aber egal, wir beginnen hier mit der Torhüter-Position, da haben wir Joe Hart. Dann rechter Innenverteidiger haben wir, ja nein, wir fangen mit dem linken an, haben wir Williams, ja Team of the Season Williams, ziemlich geiler Innenverteidiger. Dann haben wir David Lutz, der Lutz will einen Stutz in seinen Futz. Dann der andere Innenverteidiger ist nicht Smalling, den wechseln wir wieder auf die Bank, das ist nämlich Antonio Ferreira. Ihr seht auch gleich wieso, weil das Team in zwei Teile gesplittet ist. Rechts haben wir nämlich russische Liga mit Megidi und Carlos Eduardo. Dann haben wir im linken Mittelfeld Nani. Auf der linken Seite haben wir Asaidi. Im Sturm haben wir Adel Trapt, die Kameltreibers und Busuf auf dem rechten Flügel, also der marokkanische Sturm haben wir hier. Und da haben wir natürlich noch einen Spieler übrig und das ist niemand anderes als unser Starspieler. Ich habe mir lange darüber Gedanken gemacht, wen ich da in die Position bringen soll. Und ich habe zuerst daran gedacht, dass ich Nasri dort positionieren sollte. Dann habe ich aber gefunden, ja, ich sollte aber schon einen 5-Star-Skiller haben. Darum habe ich mich dann am Schluss dafür entschieden, dass ich hier Yasin Chigawi, er passt überhaupt nicht ins Team, aber so etwas von nicht. Aber das ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Der wird unser Starspieler sein und wir gehen gleich mal ins Online-Turnier. Und zwar machen wir den Goldpokal. Den haben wir ja bis jetzt noch nie angerührt, aber mit unserem geilen Skiller-Team habe ich das Gefühl, dass wir da etwas reißen können. Ich werde es so machen, also ihr seht es nicht, ich habe es schon getestet. Ich hatte ja die letzte Zeit ziemlich Probleme mit meinen Aufnahmen. Jetzt habe ich mir tonnenweise Tutorials angeschaut, wie ich das verhindern kann, wie es wieder besser geht und so weiter. Jetzt solltet ihr eigentlich erstens mal ein Bild sehen überhaupt und dazu gute Auflösung. Das Problem ist einfach, dass ich, also das Bild, das ich jetzt gerade sehe, so etwas von scheiße ist und überall sind Fehler drauf. Also ja, das ist nicht so geil zum Spielen, aber für euch sollte das kein Problem sein. Also dass ihr die Datei eigentlich richtig sehen sollt, ich hoffe es zumindest. Ansonsten werdet ihr dieses Video sowieso nicht sehen und wir gehen jetzt gleich mal ins Spiel rein. Aber noch nie holt sich den, macht Ballrolle. Drag Pick Fake, sehr schön gemacht. Ein McGiddy, ein Heel to Heel, setzt er sich hier vorbei. Dann ein Running Waka Waka Scoop Turn. Wieder McGiddy Scoop Turn, herrlich durchgesetzt mit dem Roulette. Oh, wird dir böse umgefault. So, David Luiz holt sich den aber schön weiter. Und da läuft jemand. Das ist Adel Tarab, der macht Heel to Heel. Ein Scoop Turn, nein! Oh,
sehr schön gehalten von Joe Hart. Übrigens, es ist 12 Uhr abends, das heißt, ich kann nicht so laut schreien, ansonsten hören das natürlich meine Nachbarn. Skillen können wir ja nicht, weil der Gegner ja nur X drücken kann. Aber wir können ja auch andere Sachen wie hier Yasin Chigao in den Lauf schicken. Das ist 1-0. Das habe ich einfach gesehen, dass das 1-0 wird. Das musste einfach, weil Yasin Chigao, unser Starspieler, natürlich, wenn der frei aufs Tor läuft, dann ist die Kugel drin. Auch wenn er nur 6 Chemie hat. Jetzt Yasin Chigao mit der. Sehr schön setzt er sich hier durch mit dem Roulette, mit dem Scoop-Turn, mit dem Advanced Rainbow, mit dem Longshot. Dann macht man einen Runny Waka, weil es ja so langweilig ist. Dann würde ich mal sagen, ziehen wir uns den nicht hoch, weil der Gegner zu stark am Containen ist. Darum müssen wir hier ein paar Dribblings machen, damit wir den auf Nani bekommen und den Ball verlieren können. Ah, oh, wie der wieder mit Glück durchgekommen ist, das gibt's ja nicht. Ja, von diesem Winkel hast du mir den nicht rein. Oh! Also zum Glück habe ich da Joe Hart im Tor. Oh! Wieder Joe Hart. Dann machen wir hier mit McKiddy ein paar Tricks. Dann ein Running Waka aus dem Stand Waka Waka. Dann ein herrliches Zusammenspiel mit Adel Taraptor mit gar nichts. Dann die Rabona-Flanke und der Kopfball, jawohl! Sehr schön gemacht. Oder halb schön gemacht, sagen wir es mal so. War ja nicht so das geile Tor, aber egal. So, jetzt noch nie. Mit Ballroll Waka scoopte. Und der Gegner wieder am Containen, wie das Zeug hält, wie er die X-Taste vergewaltigt. Und dann kommt er natürlich wieder mit so viel Glück durch. Aber dann wird er nicht reinsetzen. Dann wird er Sweaty spielen. Mit Ankündigung wusste ich, dass der Sweaty spielt. Dann Carlos Eduardo sieht hier, dass Busu verläuft. Der spielt einfach mal stinkfrech weiter auf der Rappel. Und jetzt nehmen wir den Torhüter mal raus. So, jetzt warten wir hier ein bisschen auf den Gegner. Nein! Was macht der Rapp da für einen Scheiß? Der Rapp mit einem Flick, einem weiteren Flick. Dann kommt er hier mit ein bisschen Glück durch, macht einen Scoop-Turn, Ballroll, Trackback-Fake, setzt sich hier irgendwie komisch durch, aber er setzt sich durch, das ist die Hauptsache. Ballroll-Fake, Körperfinte, Rainbow in die Mitte. Wer steht denn da? Ich drücke Kreis wie ein Missgeburt, schieß doch mal! Na egal, wir gewinnen das Spiel mit 2-0. Spieler des Tages wird David Luiz und Joe Hart. Ja, wir haben jetzt den zweiten Gegner gefunden, nehmen natürlich diesmal die anderen Trikots und schauen jetzt mal das gegnerische Team an. Oh, eine 5. Einfach aus dem Prinzip, weil es 5 ist hinten, muss ich einfach mal sagen, dass er ein ist. Dazu kommt noch obendrauf, dass er die drei überpowersten Spieler, abgesehen von Muriel, der nicht reinpassen würde, im Team hat. So, jetzt machen wir noch mit Megidia ein paar Skills. Der Gegner kommt ja nicht, greif mal an. Was machst du denn da? Ah, spielen wir weiter auf. Usufa, das war ein Foul. Ja, sehr schön gemacht. Jetzt da Rapp mit dem Scoop-Turn. Mit dem Megidia, mit dem weiteren Scoop-Turn, mit dem Roulette. Usufa kommt dann an den Ball, macht ein Roulette. Ah, was für eine schlechte Grätsche. Jetzt Megidia mit dem Rainbow. Schieß, Junge, schieß, Goal! Aber das war schon lange abgepfiffen. Oh mein Gott, ein Sweaty Tor hoch 100. Ich glaub's nicht. Also, ab jetzt gibt es keine Späße mehr. Er hat gesweatet, das ist absolutes No-Go. Und wenn jemand sweatet, dann darf der einfach nicht gewinnen. Jetzt da nächste Aktion. Ist schon im Angriff mit Carlos Eduardo. Was für ein krasser Longshot. Mal wieder Glück gehabt, jetzt Flanke von Nani auf Lutz. Lutz, come on, jawohl, das ist das 2, das 1-1 meine ich. Aber das 2-1 wird wahrscheinlich in der nächsten Szene, die ihr gleich seht, wird das 2-1 für uns kommen. So, jetzt Williams. Was für ein Foul. Oh, und dann wollte er schon wieder Sweaty spielen. Auf Yasin Chigao, der mit dem Scoop-Turn. Nein, was für ein Tackling. Da rollt ja schon wieder der nächste Angriff über Busufa, über Adel Tarab, der mit dem Hit. Das muss einen Elfmeter geben. Das gibt den Elfmeter. Und da haben wir ja unser Yasin Chigao. Und der schießt, ich würde mal sagen, um links in die Ecke. Oh ja, ja, das war einfach mal wieder ein geiles Tor. 2-1, so muss das aussehen. Den machen wir von hier natürlich gleich mal rein zum 3-1. Oh, an die Latte, jetzt aber Megidi. Auch nicht Carlos Eduardo, auch nicht. So, jetzt der Ball auf Busufa.
Der wartet hier mal auf den Gegner, macht ein paar Übersteiger, ein Elastico Job, ein Scoop Turn, ein Rainbow in die Mitte, macht den Sidefall, ziehe, verdammte Scheiße nochmal. Aus dem nichts geworden ist jetzt der lange Ball auf S-Wein, aber das sieht man einfach, der Gegner kann einfach nichts. Jetzt mit Gidi, mit Scoop Turn zieht er sich hoch, in Air Elastico, Scoop Turn durch die Beine, oh, da habe ich ihn gegeben, macht ein Roulette, eine Schussfinte, ein Hit-to-Heal. So, jetzt aber wieder Asaidi, herrlich gemacht, Ballrolle, Scoop Turn wieder durch die Beine, ein Roulette, eine Schussfinte, nein, er schießt den nicht rein. So, jetzt McGiddy mit dem Hocus Pocus, mit dem Scoop Turn, mit dem McGiddy, mit dem Hit-to-Heal, mit dem Roulette, mit der Schussfinte, mit einem weiteren Roulette. Oh, und dann wieder der letzte Schuss, Mann. Verdammte Scheiße, Mann. Tarab mit dem Scoop-Turn und der herrliche Pass auf Boussoufa. Was macht der? Ein McGiddy nach außen. Ein Scoop-Turn, ein paar Übersteiger, ein Fake-Shot, ein Roulette, ein weiterer Scoop-Turn, McGiddy. Jetzt, come on. Oh, das gibt mal wieder keinen Fall. Ey, ohne Scheiß. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei der 12. Folge von Road to Glory mit dem Halbfinal und dem Finalspiel. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!